reinzukommen. Oh, ein schönes Einschalten. Hast du das Place City Skylines? Hier gehen gerade überall die Lichter an. Es wird so langsam Abend. Der Nebel, ja, er lichtet sich nicht wirklich, beziehungsweise die Nebeldecke bleibt doch weiterhin bestehen. Und das sieht aber cool aus, habe ich noch gar nicht so beobachtet, wie peu à peu langsam hier die Straßenbeleuchtung auch angeht. Ad Polizei bietet kleine Lagerräume, ja, wie immer. Das sieht ja cool aus. Und ja, ich habe so ein bisschen die Blicke schweifen lassen und habe jetzt hier drüben gesehen, einmal hier vorhin war die Meldung, es gibt zu wenig Käufer für unsere Rohstoffe. Und die andere Sache, was mich gerade ein bisschen verwundert hat, hier, nee, diese Pumpe hier drüben, nicht genügend Naturrohstoffe. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit versuche anzubauen. Oder beziehungsweise, ach, guck mal an. Die Ölindustrie, ach krass, das wusste ich gar nicht, weil ich bin, hundertprozentig haben wir hier eigentlich schönes Feld an Ölvorkommen gehabt. Okay, dann heißt es, die kann ich dann jetzt hier abreißen und ich muss meine Ölfelder ein bisschen verschieben, kann das sein? Wow, krass, hätte ich es nicht gedacht. Okay, das heißt, wir ziehen die Straße einfach mal hier oben hin. Können wir ein bisschen unsere Industrie weiter ausbauen. Gucken wir mal bis hier ungefähr hin. Damit habe ich hier gar nicht gerechnet. Wie ist denn das? Ich setze jetzt mal einfach hier, wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine Pumpen. So, jetzt wieder die Frage hier. Und dann haben wir, wobei ist es eigentlich, soll ich gleich lieber große Unterhaltskosten haben jetzt für einen kleinen Bohrturm. Haben wir Unterhaltskosten 48, Produktion 6400 pro Woche. Da haben wir 24 Unterhaltskosten, Arbeitsplätze 18, 4800. Ich würde sagen, wir machen mal so eine gesunde Mischung. Wir nehmen einfach mal 1, 2, 3 und setzen mal genau gegenüber vielleicht noch 2. So, dann werden wir mal ganz kurz noch den Wasseranschluss hier legen. Und da bin ich mal gespannt, das muss ich mal ein bisschen beobachten, was die dann für einen Radius haben, wie sie dann die Rohöle hier aus dem Boden ziehen. Das heißt aber auch, dass ich diese Gebäude hier leider abreißen muss. Kommt ein bisschen überraschend, da ich ja eigentlich so ein bisschen versucht habe zu planen, beziehungsweise mir meine Ölindustrie aufbauen wollte. Ziehe ich das mal da drüben hin. Jetzt natürlich gerade dunkel, das ist natürlich doof. Habe ich jetzt die Stromleitung? Ja, habe ich jetzt wieder rübergezogen. Jetzt gucken wir mal, wenn die hier das Arbeiten anfangen, wie das dann da aussieht. Also wir haben jetzt hier drüben, okay. Weil hier hatten wir auf jeden Fall Ölvorkommen. Das haben sie dann aber ordentlich aus dem Boden abgetragen. Wenn man das so nennt, geschürft wahrscheinlich eher. Wobei das wahrscheinlich auch das falsche Wort dafür ist. Gut, aber das heißt doch dann, früher oder später wird unsere Ölindustrie hier sein Ende finden. Schade. Na ja, gucken wir mal. Also hier drüben sind nicht genügend Rohstoffe, das ist das übliche Prozedere. Wobei ich hier jetzt wahrscheinlich... werde ich auch mal die abreißen. So, die sind dann auch überflüssig. Ich hoffe, dass mit den Stromleitungen passt. Muss mal beobachten, ob das denn hier irgendwann heller wird. So. Okay, jetzt natürlich dunkel. Und die haben wieder keinen Strom. Legen wir mal die Leitung hier drüben hin. So. Dann wird da jetzt weiter Öl gefördert. Gucken wir einfach mal drüben hin, nebenher. Aber hier sieht eigentlich alles... Wir haben überhaupt keine Buttons, die aufblinken. Das verwundert mich aber. Komischerweise. Außer dieses eine hier. Nicht genügend Rohstoffe. Unser Park. Unser Park ist auch aufgestiegen. Ist jetzt Stufe 2, ne? Der Espenhügel. So, jetzt die Frage... Wie können wir unseren Park weiter ausbauen? Wir haben eine hohe Nachfrage übrigens an Gewerbe- und Wohngebieten. Das ist halt die Frage, ob ich hier drüben Wohngebiete hinsetze. Dann brauche ich aber auch...
Das Stück würde ich eigentlich komplett hier im Park lassen. Hier so ein Wohngebiet heißt aber auch, dann braucht man Feuerwehr, Polizei, wobei Feuerwehr haben wir ja, glaube ich, hier irgendwo gehabt. Nee, haben wir gar nicht, okay. Dann wäre das, glaube ich, mal nicht schlecht, hier auch eine... Hatten wir nicht eine Feuerwehr? An die Polizeiwache hatten wir hingesetzt. Dann setze ich hier eine kleine Feuerwache hin, zack. Dann dürfte da auch für gegen die Brandgefahr gesorgt sein, beziehungsweise gegen Feuer. Rohstofftechnisch haben wir hier eigentlich nur einen Außenbezirk, okay. Aber es wird schon heller, ne? Man sieht es hier leicht. Krass. Dann werden die irgendwann nichts mehr produzieren. Wobei ich bei den Bohrtürmen nicht weiß, ob die bestehen bleiben dürfen. Gucken wir mal. Hatten wir drüben nicht auch noch irgendwo? Ne, das ist ja unsere normale Ölindustrie. Die darf bleiben. Und was ist das? Erz. Okay. Um Erz haben wir uns auch gar nicht gekümmert, glaube ich. Das könnte, oh, hier drüben Brands. Da sollten wir vielleicht nochmal eine Feuerwache hinsetzen. Vielleicht mal eine etwas größere, die kostet uns 60.000. Ah, komm, so eine kleine bleibt, reicht erstmal vollkommen aus. Setzen wir die mal. Passt gut hin. Da so hin. Gucken wir mal, ob das gleich das Risiko... Oh Gott, das springt aber gut über. Heieiei, gut, genau, bei einer Ölindustrie ist natürlich kontraproduktiv. Man hört doch keine Sirenen, ne? Kommt gleich mit Blaulicht an. Ja, löscht mal. Schon lange keinen Brand mehr beobachtet. Ich habe Aufnahme gedrückt, ja, sieht gut aus. So, Brand ist gelöscht, wobei da... Jetzt, okay, jetzt ist es weg. Dann haben wir da auch gegen angekämpft. Wenn es hell wird, worum können wir uns kümmern? Wir haben jetzt natürlich einmal unsere Fischindustrie umgeswitcht beim letzten Mal. Wobei das letzte Mal schon ein bisschen länger her. Da wird hoffentlich die Produktivität jetzt 27 von 28. Man konnte doch auch irgendwo angucken, ab wann ich sie leveln darf. Haben wir doch hier irgendwo gehabt. War das hier? Nee. Irgendwo haben wir doch gesehen. Industry? Nee. Mit unseren Fischi-Fischis da. Wo ist denn die tolle Anzeige, die ich immer so mag? Beziehungsweise die ganzen Statistiken. Das ist unsere Route. Fischereihafen. Gebäude verschieben möchte ich nicht, nee. Die Route möchte ich auch nicht löschen. Fokus, Verkehrsrouten. Wir haben doch hier so eine tolle Anzeige mal gehabt. Wenn ich hier auf Ölindustrie gehe, da habe ich hier mein Feld. Wobei ich da jetzt auch nicht wirklich alles sehe. Aber da habe ich meine Übersicht. Genau. So, Forstwirtschaft, Öl, Erz. Forsti wird es nicht angezeigt. Da drüben auch nicht. Aber wir finden das schon, ne? Also. Ach, hier oben. Kann das sein bei unserem Hauptgebäude? Wenn muss ich da drauf klicken. Budgetfenster aufrufen. Ne, das möchte ich eigentlich nicht. Gebäude versetzen. Normal. Das ist unser Park. Fischereihafen. Hat man das nur hier unten gesehen? Guck mal, ich brauch zwei und habe 1,706, sage ich mal, an Fischen. Das ist 2 Millionen Fische, sage ich. Ja, 2 Millionen Fische und 1,7 haben wir. Man sieht auch leider nicht Auslastung. Effektivität 100%. 100%, ja, sieht gut aus. Aber unsere Fischindustrie braucht, glaube ich, gefühlt bisher am längsten, dass da mal ein bisschen was passiert. So, es wird heller. Gucken wir nochmal auf das Öl. Ja, okay, es wird definitiv weniger.
Ich hoffe nur, dass die Bohrtürme eventuell stehen bleiben dürfen. So, das heißt aber auch, wir fangen mal an, eventuell ein dicht besiedeltes Wohngebiet noch zu erschließen. Jetzt ist die Frage, wohin? Vielleicht einfach mal hier, dann brauchen wir mal versuchen, ein bisschen mit Kurven zu arbeiten, wenn das funktioniert. Kriege ich das so hin, wenn ich jetzt hier hin möchte? So, jetzt muss man einmal rumswitchen. Da würde ich dann aber, glaube ich, ein dicht besiedeltes Wohngebiet machen. Okay, dieses. Dann machen wir hier einmal komplett, oder? Jetzt habe ich wieder mit den Kurven gesetzt. Das sind jetzt komischerweise da keine Bäume, weil ich eine Kurve gesetzt habe. Wenn ich jetzt hier eine Gerade mache, bin ich mal gespannt. Ne, ist auch nicht, okay. Und vielleicht hier in der Mitte noch eine Straße durch. Dann können wir das hier peu à peu anfangen. Okay, machen wir ein dicht besiedeltes. Nehmen wir erstmal hier. Setzen wir ein bisschen Wasser hin. Weil irgendwann, was heißt irgendwann, früher oder später, wird die Ölindustrie dann wahrscheinlich verschwinden. Und dann gucken wir einfach mal, was wir uns hier drüben hinsetzen. Das wird dann wahrscheinlich spontan entschieden. So, wir haben eine Feuerwache, wir haben eine Polizeiwache. Was brauchen wir drüben noch? Wir bräuchten ein Krankenhaus, das wäre nicht schlecht. Eine Bestattung. Ein Krankenhaus für 65.000, eine Arztpraxis. Hier vielleicht direkt hinter Arztpraxis. So. Was ist hier? Ist noch kein Bedürfi da? Hohe Nachfrage. Habe ich das hingesetzt? Nee, habe ich nicht hingesetzt. Wow. Okay. Schon gewundert, dass hier überhaupt nichts gebaut wird. Okay, wie sieht denn das aus mit unserem Bildungswesen? Nee, das war es nicht. Wir brauchen Grundschulen. Wir brauchen Oberschulen. Universitäten haben wir genug. Bibliotheken brauchen wir erst gar nicht. Okay, wir müssen aber drüben gucken. Grundschulen und alles. Wahrscheinlich zum Absolventen hoch, Effizienz niedrig hoch. Je grüner, nee, doch, je grüner, umso besser. Aber wo wird denn jetzt hier benötigt? Guck mal hier, was haben wir da? Niedrig. Hier könnten wir vielleicht noch eine Grundschule hinsetzen, vielleicht hier vorne hin. Und eine Oberschule. Das ist doch schon mal ein Anfang. Also, Grundschule. Da gab es auch so irgendwie eine angesehene Schule für bildende Künstler, für gebildete Teenager, eine Alternative zur Oberschule. Das können wir mal ausprobieren. Oha, es ist riesig. Hier so direkt am Kreisverkehr, oder? Oder hier so hin. Das ist natürlich doof. Ich glaube, ich setze hier so hin. Wie heißt das überhaupt? Das habe ich gar nicht geguckt. In das Institut für bildende Künste. Na, probieren wir das mal aus. Komm. Was kostet das? 30.000. Und die normale Oberschule kostet uns. Universität 24. Haben wir eine Kapazität von 1.000 und haben eine Kapazität von 800. Unterhalt 720. 560. Probieren Sie mal aus. Zack. Und gibt es auch irgendwie eine Alternative, eine Grundschule? Genau, eine freie Schule. Eine kleine und sichere freie Schule. Hier werden Kinder unterrichtet und zu gebildeten Erwachsenen. Alternative zur Grundschule haben wir Unterhalt 240, Kosten 12.000, Kapazität 250, Kapazität 300, Unterhalt 160, Kosten 10.000. Die setze ich aber mal hier so hin, wenn das geht. Hier mache ich die Leitung weg. Oder hier unten hin. So. Okay. Dann dürften die jetzt hier erstmal alle happy sein.
Da steigen auch gleich die ganzen Gebäude auf, perfekt. Wobei die Grundschulkapazität nicht wirklich nach oben geht. Berechtigt 1200 Kapazität. Oha. Oha, oha. Guck mal, die ganzen Gebäude werden jetzt aufgelevelt. Krass. Wie sieht denn das überhaupt aus hier? Unsere freie Schule. Ja, stylisch. Heftig, wie jetzt das ganze Viertel aufgewertet wird auf einmal. Anhand so eines Institutes bzw. dieser freien Schule. Aber ich denke mal, wir werden da gleich noch eine hinsetzen, ja. Und zwar... Oha, Moment, Moment, Moment. Herzlichen Glückwunsch, Sheffield Ölgebiet hat Stufe 4 erreicht. Gebäude, Gebietsboni, Effizienz plus 18, Verschmutzung minus 30%. Die folgenden Gebäude wurden freigeschaltet. Altölraffinerie, großer Bohrturm, Ölindustrie, Instandhaltungsgebäude, großes Rohöltanklager und Erdölraffinerie. Okay, da kümmern wir uns gleich drum. Was ich mich halt frage, beziehungsweise wo mir so ein bisschen gerade an Argen liegt, ist diese Sache, dass ja, wenn das ganze Öl weg ist, ist dann unser ganzes Ölindustrie irgendwie für ein Poppes. Naja, gucken wir mal. Das ärgert mich ein bisschen. Dann würde ich hier vielleicht hier oben noch eine Grundschule. Ich glaube. Ja, ich setze hier oben noch einen hin. So, hier direkt hier, zack. Gucken wir mal, geht die Kapazität jetzt nach oben? Ah, okay, jetzt mal im grünen Bereich, perfekt. Oberschule ist mal auch im grünen Bereich. Okay. Na gut, die müssen wahrscheinlich erst jetzt ausgebildet werden, weil, welche ich gerade sehe, Absolventen niedrig. Aber ich baue mal keine weitere, das wäre ja dann kontraproduktiv. So, gehen wir mal zurück zu unserer Ölindustrie. Also Stufe 4. Was können wir denn jetzt machen? Die Bohrtürme bleiben bestehen, ne? Okay, probieren wir uns einfach mal weiter aus hier. Richtlinien haben wir drinne. Ja, genau. Dieses möchte ich hier. Wir haben jetzt einen großen Bohrturm. Der normale oder der kleine Bohrturm, den wir hatten, der produziert 6400 pro Woche. Der große Bohrturm 9600, Unterhalt 80, Kosten 2000, Arbeitsplätze 50, Arbeitsplätze 30, Unterhalt 40, Kosten 12.000. Den haben wir gleich mal ausprobieren. Den werde ich hier irgendwie einmal hier außen hinziehen. Muss ich nur wieder gucken, dass ich mit denen vielleicht hier irgendwie hier oben einmal lang ziehe oder hier lang. Geht das hier so rum? Setzen wir da eine Kurve hin. Zack. Und dann würde ich den großen Bohrturm einfach mal hier hinsetzen. Müssen wir ganz kurz gucken, wegen Wasseranschluss und Strom. Zack. Okay. Das ist also unser großer Bohrturm jetzt. Vielleicht könnt die ja stehen bleiben und fördern weiter, weil hier kommt noch keine Meldung. Noch. Ja, gucken wir mal. So, was haben wir noch? Wir haben freigeschaltet, die große Ölpumpe hatten wir schon. Ein Altölraffinerie. Altölraffinerien sind Aufbereitungsanlagen, die zur Produktion des Spezialgutes Petroleum Öl erfordern. Aufbewahrungsanlage müssen innerhalb des Industriegebiets gebaut werden. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Gucken wir mal. Wir haben jetzt hier eine Petrochemiefabrik und eine Ölschlammpyrolyseanlage. Dann probieren die mal aus. Was kostet die uns? 35.000. Die kann ich doch einfach mal hier dazwischen hinsetzen. Vielleicht hier so hin. Ein Hoch auf den Bürgermeister. Es wird kein Öl mehr Hashtag verschwendet und die Hashtag Erde und das Hashtag Wasser bleiben sauber. So viel Hashtags schon wieder. Okay. Öl zu Erdöl. Ja, okay. Ja, bin ich mal gespannt, ob die jetzt dann hier auch beliefert werden. Haben wir noch irgendwas freigeschaltet? Wir hatten jetzt hier, glaube ich, noch einen großen Rohöl-Tanklager. Aber wir haben momentan kleines 48% gefüllt, also es geht schon.
Da muss noch einiges passieren. Es wird schon wieder dunkel. Wie sieht es bei unserem Park eigentlich aus? Den würde ich ganz gerne auch mal angehen. Bloß wenn es hier so dunkel ist. Oh! Was ist da denn? Ein Feuerwerk. Noch nie gesehen. Kann man da ein Bild von machen? Moment. So. Das sieht ja cool aus. Das war ein bisschen verschwommen, ne? Kann man hier näher ranzoomen? Nee. Ah, hier. So, mal gucken, ob das hier dann sehen kann. Crazy. Okay, unser Park, ja. Besucher letzte Woche 11, Touristen letzte Woche 9. Kann ich das ganz gerne verschieben? Das mit dem Feuerwerk sieht ja cool aus. Warum kann ich das hier nicht verschieben? Möchte nicht. Info. Parkgebietsübersicht. 841 Besucher. Einnahmen 144, Ausgaben 184. Bis zur nächsten... Was? Unterhaltung? Ach nee, Unterhaltung bis zur nächsten Stufe 435. Gesamte Besucher zur nächsten Stufe 848 von 2500. Okay. So, hatten wir jetzt den Park? Andere Parks... Das ist halt die Frage, auf was wir gehen. Man hat ja jetzt hier verschiedene kleine Freizeitpark-Haupttor. Das ist ja dann wahrscheinlich das hier, was wir haben. Man konnte doch irgendwie unterschiedliche... Genau, ein Zoo-Haupttor. Kleines Zoo. Kleiner Naturschutzgebiet. Aber was war denn das hier für ein Gebäude? Das ist unser Parkhaupttor. Ja, dann hatten wir hier ein Parkinfo, eine Toilette, ein Café. Eine Toilette war, glaube ich, hier hinten, genau. Und ein Platz im Park. Das ist jetzt noch nicht so viel, ne? Parkpflegegebäude, das kennen wir auch. Aber irgendwie so viel kann ich noch nicht bauen. Kleines Naturschutzgebiet. Das Haupttor für einen kleinen Park ist die Verbindung. Das ist das falsche Gebäude. Können wir da noch irgendwas anderes hinbauen? Oder fehlt uns überall jetzt irgendwie noch die. Hier. Da haben wir kleine Tore. Platz im Park, das ist doch der, den wir haben. Genau, okay, perfekt. Dann haben wir hier Café. Toilette haben wir, Infostand haben wir, ein Schachfeld. Na gut. Jetzt nochmal direkt gegenüber. Was ist da jetzt los? Oh, habe ich jetzt den Weg kaputt gemacht? Wow. Das habe ich ja wieder gut hingekriegt. Das habe ich ja richtig toll gemacht. Habe ich mir den kompletten Weg auf einmal hier zerstört? Den ich mir so mühevoll hingesetzt habe. Jetzt kriege ich diesen Bogen wahrscheinlich wieder nicht hin, ne? Wenn ich hier das einmal so... Ja, das sieht richtig toll aus. Hast du ganz toll hingekriegt jetzt hier. So, jetzt ist es da. Wobei das halt natürlich jetzt nicht mit diesen schönen Bogen drin ist, aber sei es drum. Was wollte ich jetzt? Ich habe doch hier irgendwie ein Schachfeld gerade gehabt. Wo ist denn das Schach? Platz im Park? Wo ist ein Schachfeld? Hallo, hallo? Hier, nee. Doch, hier war es, glaube ich. Ihr müsst bald kommen. Da haben wir es. Okay, perfekt. So. Wie sieht das aus? Vier große... Schachfelder. Okay, da wird sogar schon gespielt. Was haben wir denn noch? Da hätten wir unter anderem einen Parksteg. Noch einen Parksteg. Ein Zweier. Und für die anderen brauchen wir dann, verfügen sie über ein Stadtparkgebiet Stufe 3. Okay, und unser Stadtparkgebiet ist wahrscheinlich Stufe 2, oder? Ja. Ein Park mit Steg.
Da müsste ich ja jetzt hier komplett den kompletten Weg darüber setzen. Könnten wir ja spaßeshalber machen. Ich weiß noch nicht, ob das so funktioniert. Hier, wenn ich jetzt hier so eine Baumallee... Das wird ja ein Riesenpark. Aber wir gucken einfach mal. Wir wollen ja ein bisschen hier was ausprobieren. Ich würde ganz gerne... Ein Steg für eine Plattform. Muss ein Parkgebiet sein. Ja, okay, das ist natürlich... So, jetzt die Frage wieder, wie... Büro, Gewerbe, Industry. Wie haben wir das den Park da nochmal eingezeichnet? Mann, das ist immer die Sache. Übersicht. Wenn du einmal nicht drin bist hier... Ne, das war das Falsche. Weg damit. Hier, Parkgebiet übermalen. Ne, das möchte ich auch nicht. Ja, das ist auch doof. Erstelle oder modifiziere. Nee, das ist auch doof. Wie kann ich in diesem Park jetzt hier Parkgebiet löschen, löschen und modifizieren? Okay, das ist das Falsche. Ja, das ist das Richtige, okay. Hä? Das ist doch kein neuer Park. Ich möchte diesen Park hier, dankeschön. Florenzpark. So, malen wir das einfach rüber. Muss ich jetzt hier direkt bis zum Wasser? Ich probiere das einfach mal aus. So, den Steg hier. Beim nächsten Mal suche ich dann wahrscheinlich wieder. So. Den dahin. Dann einmal den Weg. Das Wetterlicht. So, das ist unser Steg dann. Wow, sieht gemütlich aus, uns fehlt Strom. Wow. Ist ja gut, dass wir hier ein paar Strommasten haben. Okay. Das heißt auch, unser Schachfeld sieht man da. Besucher letzte Woche ein, Touristen ein, Besucher. Okay. Was hat man denn da noch so für Deko-Krams? Da kriegen wir einen Parkzaun. Wird er direkt da rumgesetzt? Das wäre ja mal... was ist das für eine Anzeige? Probieren wir einfach mal aus. Ist der Zaun jetzt komplett da? Tatsache. Aha. Okay. Das ist ja... Nein. Ich wollte... Ja. Da wollte er zu viel. So. Das habe ich ja toll hingekriegt. Wie hast du es hingekriegt? Das weiß ich auch nicht. So, das... Genau, deswegen, ich wollte halt einfach nur die Kurve noch besser hinsetzen. Hat funktioniert. So. Nee. Kurve? Naja. Hier vielleicht so eine kleine Bäumchenallee rein mit so einer Kurve, dass wir eventuell hinkommen. Zack. Und dann einfach hier eine Gerade. Ort ist bereits belegt. Ich glaube nicht, dass dieser Ort bereits belegt ist. Oder liegt es an den Bäumchen? Bestimmt nicht. Da muss man eben... Hä? Okay. Ist da jetzt ein Zugang? Also ich weiß ja nicht, ob der Weg komplett bis dahin... Naja, okay. Sei es drum. Da ist schon ein bisschen mehr los, ne? So, jetzt möchte ich das nochmal probieren. Ich möchte mir den Zaun einsetzen. Nee, das geht nicht. Wegen der Parkbank da vielleicht? Weil wenn ich das hier anfange, mache ich das weg. Hier geht's. Wow. Wie Blödsinn. Naja, also gemütlich sieht das jetzt nicht aus. Die arme Parkbank ist da so ein bisschen eingequetscht. Vielleicht hier noch so ein Brunnen hin. Zack. Und hier so... Nee, das geht nicht. Die arme Parkbank da.
Die fällt ja gar nicht auf. Ich glaube, ich mache diesen Weg hier. Den mache ich weg. Das lasse ich ein bisschen offen. Das sieht mir sonst so zu gequetscht aus da. So. Mülleimer hin. Und hier noch eine Lampe. Zack, perfekt. So, haben wir jetzt schon mehr Besucher? Steht denn irgendeine Übersicht? Haupttor? Ja, Ausnahme immer noch. Wie mache ich denn jetzt mehr Einnahmen? Kriege ich dann irgendwas später, was mir dann freigeschaltet wird, wo ich dann ein bisschen mehr Einnahmen mache? Erstellen Freizeitcafé. Okay. Das sieht mir nach einer was? Nach einem Neben. Okay, Nebentor. Ja, wir lassen uns einfach mal laufen. Sei es drum. Auf jeden Fall der lange Weg hier rüber zum Parksteg. Wurde sogar schon besucht. Irritiert mich halt ein bisschen, dass die Wege irgendwie nur so abgehackt sind, genauso wie da drüben bei der Toilette. Letzte Woche. Ja, mal gucken, ob die Toiletten dann da noch genutzt werden. Das Parkschachfeld kommt auf jeden Fall gut an. So, hier drüben ist jetzt das eingetreten, was ich vermutet habe. Die Bohrtürme haben jetzt keine Ressourcen mehr. Das heißt, ich werde die uprisen. So, sind ja auch dann ein bisschen Unterhaltskosten, die da gespart werden. Drüben wird weiter gefördert. Beziehungsweise hier hatten wir so einen großen Bohrturm. Das läuft auch. Wir machen aber bevölkerungstechnisch momentan Minus. Genau. In der Ölindustrie ein Hauptgebäude einbrechen, obwohl die Polizeiwache direkt dagegenüber ist, ist natürlich, weiß ich nicht. Aber warum wird denn hier nicht gebaut? Ich hatte doch vorhin, habe ich doch ein dicht besiedeltes Wohngebiet hingesetzt, oder etwa nicht? Oder verschwindet das jetzt hier immer wieder? Ich habe das auch jetzt zweimal hingesetzt gehabt und jedes Mal ist das weg. Baut aber auch niemand. Kommen Sie. Nö, will keiner. Gewerbe ist jetzt mittlere Nachfrage. Ah, jetzt, okay, jetzt passiert's, okay. Gut, gut, gut. Was sind jetzt hier? Wo sind denn unsere Streifen? Verbrecher im Gefängnis hier von 20 Streifenwagen Verwendung, 10 von 10. Naja. Teflon beschichtete Unterwäsche verkauft sich wie warme Semmeln. Hey. Besagte Unterwäsche muss mit Strapsen fixiert werden. Hashtag Non-Stick-Pants. Warum kriegen wir jetzt hier so einen Tweet? Wir haben doch gar keine irgendwie Bekleidungsindustrie irgendwas angefangen. Naja. Oha, Sterberate. Warum? Werden die krank oder ein Verstorbener muss transportiert werden? Nee. Bestattungswesen. Friedhofsauslastung 55%. Krematorien 420. Habe ich hier noch irgendwo ein Krematorium? Was ich noch hinsetzen könnte? Hier. So. Der Friedhof ist letzter Ruheort, Verstorbene 2600. Erstmal, hat jemand eine Ahnung? Ja, genau. Erstmal das leeren Friedhof, das hört sich auch an. Da oben die Gewerbegebäude sind immer noch irgendwie so ein bisschen. Das Gewerbegebiet läuft recht schlecht, ja, habe ich immer so das Gefühl. Wobei es sich jetzt langsam auch gebessert hat. Okay, wir haben gar keinen Strom da, warum nicht? Ziehe ich das erstmal hier so hin. Das geht aber nicht. So. So direkt schön an der Autobahn. Man konnte doch irgendwie, wie hießen das? Lärmschutz bauen. Irgendwo habe ich das durch Zufall mal gesehen. Aber ich glaube, das wurde direkt an der Straße integriert oder irgendwie irgendwas war doch da.
Ach, hier. Autobahn mit Lärmschutzwand. Kann man das vielleicht upgraden? Nee. Ist halt die Frage, wenn ich so ein Stück Lärmschutzwand wegnehme. Lärmschutzwand Autobahn wegnehme. So. Und jetzt möchte ich das hier hinbauen. Ihr habt das eine Lärmschutz. Naja. Naja. Also Lärmschutzwände, dachte ich, sind höher. Das ist die normale. Oder habe ich schon mit Lärmschutzwand gebaut hier? Naja, okay. Ich glaube, ich habe aus Versehen. Kann sein. Bin ich mir gar nicht so sicher. Hat jemand die heimische Fleischprodukte probiert? So ein Veggie-Industrie wäre auch cool. Oder Vegan-Industrie. Da hätte ich auch Lust drauf. Okay, da drüben wurde jetzt alles gebaut. Dann jetzt vielleicht noch so ein kleineres Gewerbegebiet daneben hinsetzen. Aber so ein dicht besiedeltes, würde ich sagen. Dicht besiedelt. Vielleicht so direkt mal daneben probieren. Spaßeshalber. So. Jetzt muss ich aber erstmal die Stromleitung da lassen, dass sich das da aufbaut. Und dann, wenn ich da drüben das Gewerbegebiet dann habe, wenn sich da welche hingesetzt haben, werde ich mir das hier auch noch hinsetzen, beziehungsweise die Strommasten da wegnehmen. Da drüben der nächste Bootum fördert nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Aber gut. Wie sieht's dann aus, stufentechnisch bei unserer Ölindustrie? Man sieht das Hauptgebäude gar nicht, so diesig hier. Was ist das hier, unser Hauptgebäude, genau? Gut, das ist genau dieselbe Übersicht. Wir sind momentan Stufe 4. Produkte, Rohstoffeinheiten bis zur nächsten Stufe braucht man 13.500, wir sind bei 5.750 circa. Arbeiter bis zur nächsten Stufe von 800 sind wir bei 557. Na gut. Ach, man konnte doch irgendwo auch sehen, wie viel man, sag ich mal, plus minus macht. Wo waren das hier? Profit momentan eher weniger. Brauche ich vielleicht noch ein paar Bohrtürme? Bei der eine Bohrturm. Aber wir haben es da hingesetzt. Der komplette Feld ist weg. Ich würde vielleicht hier oben noch einen hinsetzen, so einen großen Bohrturm. Kann da oben auch noch das Rohöl abgebaut werden. Reicht der Wasseranschluss? Ja, reicht. Okay, perfekt. Gut. Bei ressourcentechnisch sieht das jetzt nicht so gut aus. Hier ist immer permanenter Mangel. Was kann man denn in Zukunft nochmal so ins Auge fassen, was wir an Industrie noch... Erzindustrie hätten wir auf jeden Fall noch. Das wäre eine Möglichkeit. Agrarindustrie... Eine Agrarindustrie, das wäre dann wahrscheinlich eine Option. Guck mal, das ist ja sogar hier Bauernhof. Sehr cool. Bauernhof, Landarbeiterunterkunft, Instandhaltungsgebäude, Getreidefeld. Ja, toll. Das wäre ich dann, glaube ich, machen, wenn die Ölindustrie hier dann irgendwann mal verschwindet, wäre ich hier, glaube ich, eine Agrarindustrie hinsetzen. So. Stromtechnisch würde ich jetzt hier das abreißen, würde hier schnell noch ein dicht besiedeltes hinsetzen. Zack, und dann dürfte das passen.
Und schon wieder Minus. Ah, wobei, jetzt kurz. Okay. Aber warum haben wir solche Schwankungen momentan drin? Weiß man auch nicht. So, dann haben wir das. Was sieht's bei unserem, wie sieht es bei unserem Park aus? Oder steigt jetzt aber schon stetig, ne? Aber wobei unsere Einnahmen sich noch nicht wirklich ins Positive verschieben. Bewirbt den Park in der ganzen Stadt, um mehr Besucher zu erzielen. Zieht 20% mehr Besucher an, kostet 200. Ja, das machen wir doch mal. Dann haben, was haben wir hier? Hauptpark. Markiere diesen Park als Hauptattraktion der Stadt, damit er für Touristen attraktiver wird. Sind mehrere Parks mit dieser Richtlinie aktiv, sind sie für die Besucher gleich attraktiv. Das machen wir mal. Kein Feuerwerk. Im Parkgebiet gibt es kein Feuerwerk, solange diese Richtlinie aktiv ist. Okay. Feiern. Jeden Abend gibt es im Park Feuerwerk. Feuerwerk findet täglich nach Sonnenuntergang statt, nicht nur einmal die Woche. Crazy. Einmal die Woche reicht auch auf jeden Fall. Besucher können nachts besondere Touren durch den Park unternehmen. Zieht nachts 30% Besucher an, kosten 50 Euro pro Woche. Das nehmen wir auch mal mit. Freizeitparks werden extrem gut in Stand gehalten, weshalb sie noch mehr Spaß als normal bereiten. Erhöht den Unterhaltungswert des Freizeitparksgebäudes um 20%. Kosten 10 pro Freizeitparkgebäude. Nehmen wir auch mit. Und Recycling, Naturschutzgebietsgebäude verfügen über einen getrennten Container für biologisch abbaubaren Müll, der zur Verwertung des Mülls in den Parkgebieten dient. Verringere die Müllansammlung für Naturschutzgebiete um 20%. Kosten 10 pro Naturschutzgebiet. Nehmen wir auf, was ist das? Tierethik. Für Zootiere gibt es eine zusätzliche Pflege und Unterhaltung, damit sie glücklich bleiben. Erhöht die Unterhaltungswert der Zoogebäude um 20%. Kosten. Noch haben wir kein Zoogebäude, können wir es erstmal lassen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die jetzt dann hier Einnahmen. Oh, 72. Ja, gut, dadurch, dass wir jetzt ja sehr viel investieren. Aber das wird schon. Okay, Gewerbe. Ist jetzt hier alles gebaut? Können wir vielleicht hier dieses noch mit einzeichnen? Da könnte man eventuell noch Wohngebiet hinsetzen. Aber dann reicht das, glaube ich, erstmal bestattungstechnisch. Habe ich so das Gefühl. Auslastung 47%. Krematorien. Ja, die haben genug Platz, okay. So. Bildungswesen. Oha. Wir brauchen Grundschulen. Jetzt auf einmal. Ah, hier. Guck mal, wir könnten ja hier vielleicht hier drüben noch eine Grundschule hinsetzen. So. 300 Kapazität haben die, glaube ich, ne? Da sind wir aber immer noch im gelben Bereich, Oberschule. Da drüben müssen wir auch eine hinsetzen. Da würde ich vielleicht noch so ein Institut hinsetzen. Da habe ich Lust drauf. Dann passt das da drüben auch, hoffentlich. Also. Naja, gut. Ich sitze hier drüben mal noch. So viel Grundschulen? Nee, Moment. Dieses. Das muss es aber reichen. Ist zwar noch im Grün, aber wird schon kritisch, ne? Das ist schon heftig. Aber Oberschule reicht jetzt, Universität reicht auch. Wobei die halt immer noch nicht wirklich sehr gebildet teilweise sind, ne? Wenn man das sieht, wir hatten noch mehr irgendwie eine Übersicht. Ungebildet 12%, gebildet 37%, gut gebildet 22%, hochgebildet 29%. Ja, aber wir haben nur 12% Ungebildete. Absolventen niedrig. Hier haben wir die wenigsten Absolventen. Was ist da los? Ich glaube, wir brauchen Abwasserentsorgung. Kann das sein? Ja, genau.
Abwasser entsorgen. Da gab es doch, glaube ich, auch so jetzt so ein hier Öko-Austritt. Das Ding können wir uns mal hier hinsetzen. Das ist jetzt richtig rum. Ja, hier so. Gefälle zu steil. Moment, bitte warten Sie. So. Dann gucken wir mal. Läuft das an? Ah, ich brauche glaube ich noch Strom, natürlich. So. Aber hat schon gezählt, ne? Komischerweise. So, jetzt, okay. Wie sieht es jetzt aus? Ist jetzt wieder im grünen Bereich. Wir könnten hier drüben aber noch eins hinsetzen. Dann hätten wir das vielleicht ein bisschen besser abgedeckt. So. Und das dahin. Wir haben hier auch noch andere Gebäude, fällt mir gerade auf, die wir noch gar nicht so wirklich in Betracht gezogen haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Öko-Inland-Wasseraufbereitung. Das steht jetzt für uns nicht. Aber es gab doch so eine Wasseraufbereitungsanlage. Ach, sie wollen kein Abwasser in Wassergebiete pumpen. Zur Reduzierung der schädlichen Umwelteinflüsse der Stadt können sie eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. Reinigt die Verschmutzung des Abwassers. Ja, wo setze ich die hin? Kein Baumwasser möglich. Muss die an den... So, jetzt, das ist jetzt die Frage, ne? Eine Wasseraufbereitungsanlage. Würde ich das mal ausprobieren? Ich würde die mal hier drüben hinsetzen. Baukosten. Küste empfohlen. Okay, die muss... Nee. Filtert die jetzt das Wasser, was jetzt... Das verschmutzte Wasser, oder... Weil es gab doch auch so eine Insel, die man ins Wasser gesetzt hat, die dann da irgendwie trieb und dann irgendwie so eine Reinigungs... Aber das sieht doch danach aus, dass an der Küste hingesetzt wurde. Sie wollen kein Abwasser in Wassergebiete pumpen. Zur Reduzierung der schädlichen Umwelteinflüsse der Stadt können sie eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. Reinigt die Verschmutzung des Abwassers um 85%. Ich probiere das mal aus. Ich setze das jetzt mal hier hin. Hier so. Dann kriegt das einen Wasseranschluss. Strom brauchen wir auch noch. Okay. Da läuft was. Jetzt müssen wir mal gucken. So, die Anlage. Die Anlage kostet 15.000. Abflussrate. Was sind das? 160.000. Was haben wir bei unseren? 60.000. Verschmutzung 0, Lärmbelästigung 10. Ja, so wahrscheinlich Verschmutzung wird das auch nicht wirklich haben, oder? Nö. Das müsste aber jetzt dann auch sein, dass das Wasser dann nicht so... Gut, jetzt sieht man halt nicht wirklich was. Sonst hat man immer so eine leichte... Ah, hier können wir da vielleicht bei Verschmutzungsrate? Nee. Sonst hat man doch hier mal irgendwie so eine leichte Spur noch gesehen. Hier, Verschmutzung. Ah, okay. Jetzt können wir mal gucken. Da sieht man jetzt nicht wirklich was. Das heißt, man könnte eventuell in Zukunft auch sagen, dass man die dann hier wegnimmt und peu à peu austauscht. Dann ist das Wasser auch sauber. Das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit. Wie sieht es mit unserer Industrie da drüben aus? Upsi. Wurde fleißig gebaut. Straßentechnisch oder verkehrstechnisch sieht es eigentlich noch recht gut aus. Wenn niemand die Toten abholt, immer noch die Probleme. Stimmt, wir könnten hier drüben, müssen wir auf...
Hier drüben ist auf jeden Fall noch ein Friedhof hinsetzen. Den werde ich, glaube ich, hier hinsetzen. So. Und ein Krematorium daneben noch. Die motzt ein bisschen wegen Lärm, ne? Das ist natürlich das höchste Gebäude hier an der Autobahn. So, die haben jetzt keine Ressourcen mehr. Kann das hier weg? Hier sind auch keine Ressourcen mehr. Da muss ich jetzt, glaube ich, wieder verbinden. Da scheint auch schon leer zu sein. Kein Strom. Okay. Wie sieht denn das da öltechnisch noch aus? Wir haben jetzt hier haben wir noch eins. Dann werde ich hier wahrscheinlich noch einen Bohrturm hinsetzen und dort. Ich hoffe, wenn ich jetzt hier umswitche, bleibt das dann eventuell da bestehen? Ne, bleibt es nicht bestehen. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Da so hin. Hier und da. Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Okay, dann ziehe ich hier eine Straße einmal durch. Eine Straße. Hier diese. So. Ziehe einen komplett durch. Jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt... Ja, das passt. Da ein Bohrturm und da ein Bohrturm. Schade, dass es auf diese Ressourcenanzeige nicht bleibt. Na doch, jetzt geht's. So. Dann einmal die Wasserleitung, bitte. Hallo? Dieses. Und natürlich Strom. Kribbelt's leicht an der Nase. Ich hoffe, ich kriege nicht gleich einen Niesanfall. So, und... So. Gut, dann wird da noch Öl abgebaut. Aber dann war es das langsam, glaube ich, auf diesem Inselgebiet mit unserem Öl. Da ist noch ein bisschen hier oben. Da weiß ich nicht, ob man dann dazu noch einen Bohrturm irgendwie benötigt. Da oben ist kein Strom mehr, denn... Oh. Das ist doof. So. Sagt eigentlich die Uhrzeit. 54 Minuten, okay. Profit 35, ja, ist jetzt nicht so. Also mit unserer Ölindustrie jetzt großartig Profit macht man nicht wirklich. Man sieht natürlich bei unserer Holzwirtschaft, da läuft das schon ein Ticken besser. Aber da gibt es halt permanent Holznachschub. Das ist dann nicht so das Problem. Wobei hier halt auch noch Papier fehlt. Mittlere Baumplantage. Große. Ich bräuchte halt noch so irgendwie so große Baumplantagen irgendwie. Spanlager. Papiermühle, das ist ja die, die wir schon haben. Großes Baumsetzlingfeld. Große Baumplantage. Die ist viel zu groß hier. Sieht doch langsam schwierig aus mit dem Platz. Da könnten wir ein bisschen setzen. Und hier wird es schon eng. Da könnte man noch Setzlingsfelder hin tun. Okay. Dann haben wir dieses. Da gibt es das Problem mit dem Lärm. Also das ärgert mich richtig. Und hier drüben ist halt irgendwie richtig Achterbahn. Ich weiß auch nicht warum. Die wird teilweise ausgezogen. Hier werden die Verstorbenen nicht abgeholt. Obwohl wir jetzt eigentlich genug Kapazitäten haben. Wobei die wahrscheinlich erstmal wieder losverleichen, Bankverwendung 3 von 10. Ja.
unser Sorgenwohngebiet hier drüben. Was ist da los? Müllberge, ja. Warum häuft sich denn da der Müll an? Auslastung 31%. Das soll mal einer verstehen hier. Man könnte vielleicht die Straße hier drüben noch verbinden. Das könnten wir eventuell noch in Angriff nehmen. So. Aber dass das die Wege erleichtert, bezweifle ich stark. Kann ich irgendeine Richtlinie noch einsetzen, die vielleicht irgendwie noch für was Positives sorgt? Wasserverbrauch. Halbieren Sie die Installation von Wasserzählern in Gebäuden, die Duschzeiten Ihrer Bürger und zeigen sich Ihnen den Weg zu einem bewussteren Wasserverbrauch. Verteilung von Rauchmeldern, Haustierverbot, möchte auch nicht Rauchverbot, Parks und Erholung. Sorgen Sie dafür, dass das ganze Land auf Ihren Parks und Plätzen neidisch ist. Erhöhen den Bodenrichtwert um Park und Plätze herum moderat. Ich bin gerade am überlegen, ob hier bei dem Gebiet überhaupt ein Park oder irgendwas ist. Vielleicht ist das auch so eine Sache. Bildungsschub. Geben Sie Ihrem Bildungsbudget einen Schub, damit junge Erwachsene Bildung automatisch den Arbeitern vorziehen. Priorisiert bei jungen Erwachsenen Bildung über Arbeit. Erhöht das Bildungsbudget um 25%. Okay. Das wäre mal... haben wir hier drüben überhaupt irgendeinen Park hingesetzt? Kleiner Park. Spielplatz. Dass die deswegen so motzig hier die ganze Zeit sind. So, da haben wir einen Park. Hier können wir noch so einen kleinen Park. Ne, der ist größer als gedacht. Doch, hier kriegen wir noch einen hin. So. Vielleicht noch eine Hüpf-Hüpfburg. Jetzt brennt's da drüben. Wegen Park oder was? hier. So eine Hüpfburg. Botanischer Garten. Das ist doch vielleicht auch mal eine schöne Sache. Wobei das ziemlich eng hier wird. Das habe ich überhaupt nicht mit in der Planung drin gehabt. So. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir für euch tun können? Platz mit Bäumen. Hier so ein Platz mit Picknicktischen. Ist vielleicht auch was Schönes. Wenn das hier irgendwo reinpasst. Wie sieht denn der überhaupt aus? Gucken wir gleich mal an. Hat man den nicht schon irgendwo? Der kommt mir bekannt vor. Ich habe mir so ähnlich ein bisschen kleine Sachen aufgebaut gehabt. Aber die werden gleich aufgewertet. Also ich glaube, das war auch so eine Sache. Basketballplatz hier, den könnte man dann irgendwie... Der muss in der Reichweite sein, okay. Hier fehlt halt noch irgendeine Straße, dass wir hier was ransetzen können. Das ist echt doof hier. Eigentlich müsste ich hier... Guck mal, wenn ich jetzt hier noch eine Straße separat drüber ziehe, wäre das dann möglich, ohne dass ich irgendwas kaputt mache. So. Und jetzt gehe ich wieder hier hin. Machen wir so. Das kann ja so ein kleines Park, eine Parkstraße sein. Dann können wir ja auch noch so einen kleinen Tvieh hinsetzen. So. Und schon sind die hoffentlich ein bisschen fröhlicher. Noch irgendjemand hier mit Bedürfnis? Gut, das Wohngebiet ist auch ganz mutzig. Ne, die kriegen aber keinen. Ich weiß nicht, überall so ein Basketball hinsetzen, Basketballfeld. Hier noch so eine Hüpfburg. Okay. Das muss aber reichen jetzt hier, dass ihr hoffentlich ein bisschen fröhlicher seid, beziehungsweise hebt das nicht auch, da heben auch gewisse Sachen auch irgendwie die Gesundheit an. Altersheim,
Kinderkrankenhaus. War das nicht irgendwo hier Turn- und Fitnesshalle? Die könnten wir doch hier drüben auch mit hinsetzen. Aber da benötigen wir noch einen Wasseranschluss. So. Die haben wir noch gar nicht gebaut, so eine Turn- und Fitnesshalle. Gibt da noch irgendwas? Öffentlicher Schwimmpool? Und ein Yogagarten. Yogagarten können wir doch mal. Guck mal hier, die haben noch nicht wirklich was Schönes bekommen hier. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich hoffe, das ist hell genug. Das also ist unser Yoga. Wenn ich schon mal einen Yogagarten. Doch, ein Yogagarten, das kommt mir bekannt vor. So mit Blick aufs Wasser. Bisschen Yoga. Hier drüben haben wir dann unsere Turnhalle, wo noch keine Besucher da gewesen sind. Das ist dann unser Ballon, unser Zwieballon. Da sind auch nicht wirklich welche da gewesen. Oh, da geht's wieder los, hier wird dann aufgestiegen. Wo hatten wir es noch was hingesetzt? Hier. Unser öffentlicher Swimmingpool. Aber ich glaube, das kommt alles gut an. Das sieht sehr gut aus. Haben wir ein bisschen was ausgegeben hier, glaube ich, fast 400.000. Sind die Sachen so teuer gewesen? 75.000, 90.000, 120.000. Habe ich mal wieder nicht aufs Geld geguckt, ne? Aber das ist ja Investition. Ich glaube, das rentiert sich dann schon früher oder später. Und dann müssen wir mal gucken. Man ist jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir mit dem Gebiet eigentlich erstmal sich so abgesichert haben. Also die kleinen Problemchen hat. Aber man müsste erst mit den Gedanken spielen, sich jetzt bald das nächste Gebiet zu kaufen. Dass man sich irgendwas Neues erschließt. Wenn das geht. Das war hier. Nee, jetzt bin ich gerade verwirrt. War eigentlich immer die Anzeige mit diesen Bereiche. Ich glaube, ich muss wieder aufsteigen. Oder bin ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade. Ach doch, hier. Genau, wir können jetzt bei 24.000, sind wir kurz davor, sind wir dann in der Hauptstadt. Und dann können wir uns ein neues Gebiet kaufen. Dann einmal der Gedanke dann, dass wir uns ein neues Gebiet kaufen. Und dann schon mal auch, glaube ich, gedanklich, leider, muss ich dazu sagen, sich auch schon mal mit den Gedanken anfreunden muss, dass unsere Ölindustrie früher oder später dann hier leider abgerissen wird. Aber das Schöne wird dann sein, hoffe ich, dass ich das so hinkriege, dass wir uns hier dann eine Agrarindustrie hinsetzen. Beziehungsweise, was mich auch interessiert, was mir jetzt mal aufgefallen ist, guck mal, hier drüben haben wir auch noch Öl. Was ist denn eigentlich das? Fruchtbares Land. Muss ich die Agrarindustrie dann auf fruchtbarem Land hinsetzen? Das ist natürlich dann auch die Frage. Dann hätte sich die Sache nämlich auch schon wieder erledigt. Industrie auf Landschaft, sodass die aufgestuften. Ein kleines Nutzpflanzfeld dient zum Anbau von Weizen, Kartoffeln, Mais und Baumwolle. Das Baumsetzungsfeld produziert rohe Holzprodukte. Platziert eine Förderanlage auf einem fruchtbaren Gebiet innerhalb des AHA. Okay, dann hat sich dieser Gedankengang, diese Überlegung schon, glaube ich, verabschiedet. Ich muss das auf fruchtbarem Gebiet bauen. Das heißt dann, wenn man sich ein neues kaufen sollte, also wenn es jetzt zum Beispiel dieses wäre oder hier drüben, dass wir uns eins davon dann hier die Agrarindustrie hinsetzen und unser Ölgebiet, das wird es dann gewesen sein. Da muss man dann gucken, was man dann damit macht. Auch unser Park, da wird natürlich dann hier weiter ausgebaut. Die Holzindustrie arbeitet hoffentlich auch sonst so gut. Es geht weiter. Da wird eigentlich fleißig jetzt produziert. Rohstoffe fehlen nicht, das freut mich. Und dann gucken wir mal, wie oder was uns als nächstes erwartet. Also wir haben jetzt gerade die Erweiterung noch freigeschaltet, sind jetzt Hauptstadt, kann jetzt neues Gebiet kaufen, neue Dienstleistung, Schiff durch den Bau spezialisierter Häfen. Können Sie mit Schiffen Passagiere oder Fracht in die Stadt und aus
hinaus transportieren. Das hört sich cool an. Wir können jetzt dann einen Hafen bauen. Wir können einen Frachthafen bauen. Wir haben eine ökologische Abwasseraufbereitungsanlage, eine Ökorad-Inlandwasseraufbereitungsanlage und die nächste Errungenschaft gibt es dann bei 34.000. Dann wären wir eine kolossale Stadt. Okay, das soll es aber gewesen sein. Jetzt sind wir schon gut über eine Stunde drüber. Drücke ich einmal Pause. Dann müssen wir gucken. Dann hat sich dieser Plan, den ich mir in meinen Kopf gesetzt habe, dass ich dann die Industrie austausche, hat sich dann gerade auch erledigt. Aber sei es drum. Ihr könnt ja auch gerne mal Ideen, Tipps bzw. eure Erfahrungen reinsetzen, wie oder ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, dann die Ölindustrie irgendwie weiterzubehalten, weil ich schon echt schade finde, weil man hat sich da irgendwie so ein bisschen reingefuchst und jetzt hat man das Gefühl, nicht wie bei der Holzindustrie, baust du dir was auf. Klar, da haben wir es auch umgesetzt, aber da ist es halt so, du baust was hin, baust die Rohstoffe ab und reißt halt alles wieder weg. Das ist halt alles irgendwie so kurzzeitig da. Du hast nichts Festes da, wo du sagst, das bleibt dann dort, sondern es ist halt einfach verschwunden. Und das finde ich dann halt schon ein bisschen schade leider. Aber gut, vielleicht ist das so gedacht. Kann man ja dann auch nicht ändern. Klar ist die Ressource irgendwann alle, beziehungsweise aufgebraucht, abgebaut. Ist natürlich auch so der verständliche Aspekt. Gut, das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, euch hat der Part Spaß gemacht. Ich probiere das Ganze. Ich habe es am Samstagnachmittag jetzt aufgenommen. Hoffentlich dann noch bis zum Sonntag für euch auf den Kanal hochzuladen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Morgen Abend. Je nachdem, wie ihr schaut, sag bis zum nächsten Mal.